Herzlich willkommen zurück bei Lärm mit Cobra 11. Wir sind unterwegs und werden, glaube ich, ein Rennen fahren müssen. Was gucken wir denn? Was gucken wir denn? Was nehmen wir denn für einen schönen... Dann nehme ich doch mal direkt den hier. Den hier mit Ben und Semir. Razor. Sieht gut aus. Fährt sich auch gar nicht so schlecht. So, ich glaube, wir kriegen gleich einen Anruf. Sagen? Sag mal was. Ich bin schon irgendwie froh, dass wir gleich das letzte Turnierrennen haben. Den ganzen Tag auf dem Asphalt, Mann. Ich würde gerne mal wieder einen Tag am Schreibtisch sitzen. Ja, letztes Rennen. Na, hoffentlich dürfen wir unsere Wagen fahren, sonst wird Hartmut mächtig enttäuscht sein. Mal ganz abgesehen von dem Ärger mit der Chefin, weil wir über die beiden schrägen Typen eigentlich gar nichts rausgefunden haben. Wir sind seit Tagen dran, haben aber nichts vorzuweisen. Wir fahren erst noch das Turnier nach Hause und dann überlegen wir, wie wir an die Typen rankommen. Ja, nehmen wir an, fahren wir zum Rennen. Die Beifahrerscheibe ist schon kaputt. Na gut, das wird Hartmut schon richten. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der unglaublichen Autobahnpolizei. Wer hätte gedacht, dass wir jetzt schon in dieser Folgennummer sind, die ich jetzt gerade nicht weiß. Zu dem Zeitpunkt, wo ich sie hier gerade aufnehme. Aber wer hätte das gedacht? Ich nicht. So sieht's mal aus. Außerdem, ach ja, das wollte ich ja noch ankündigen. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht eine kleine Trash-Serie machen. Und hier sind ja doch einige Leute dabei, die ja das auch ganz gerne gucken. Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht so ein paar Trash-Games mal zocken. Nicht immer ganz durchspielen, sondern halt so ein paar Folgen einfach zocken. Aber diese Trash-Games, liebe Leute, könnt ihr mir zuschicken. Guckt mal, ob ihr noch irgendwelche Games habt, die ihr so gar nicht gut findet. Aber die einzige Voraussetzung ist natürlich, dass sie irgendwie hier auf einem Windows-Rechner laufen müssen sollten, können, tun sollen. Aber warum nicht? Schickt mir doch einfach eure Trash-Games, die ihr zu Hause rumfliegen habt. Und ich werde eine kleine Serie aufmachen und diese ganzen Trash-Games versuchen, standesgerecht zu entsorgen. Und das werde ich dann filmen. Nein, ich werde sie natürlich hier spielen und dementsprechend kommentieren und jedem Spiel seine Ehre erweisen. Jetzt fragt ihr euch ja vielleicht, wohin soll ich das schicken? Wenn ihr es jetzt nicht als digitale Kopie da habt, aber das glaube ich ja mal eher nicht, dann schickt das doch einfach an die Impressum-Adresse von sergeantrumpel.de. Das erreicht mich auf jeden Fall. Also nicht an die Playmassive schicken, sondern direkt an eines meiner Büros. Dann kommt das, glaube ich, besser an und schneller. Und wer weiß, vielleicht können wir dann nach Abschluss dieses Trash Games einfach gemeinsam mit ein paar anderen... dann ein paar andere Trash-Games noch gemeinsam durchleiden, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist das richtige Verb dafür, durchleiden. Obwohl dieses Jahr wirklich auch teilweise Spaß gemacht hat, erstaunlicherweise. War ich selbst überrascht, muss ich zugeben. Habe ich nicht erwartet. Ich wollte doch nicht Spaß machen. Ich wollte doch kein Video machen, das Spaß macht. Es ist mir jetzt echt auch so ein bisschen peinlich, dass ich da ein Video rausgehauen habe, was am Ende noch ein bisschen Spaß gemacht hat. Nee, das würde ich sagen, ist doch eigentlich eine ganz nette Sache. Ich habe, glaube ich, selbst auch noch ein, zwei Games hier. Oder vielleicht findet man ja noch mal was auf dem Flohmarkt oder so. Für 50 Cent. Und ich überlege mir noch ein bisschen was. Mal gucken, wie das von euch angenommen wird. Also vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr sowas irgendwie ganz gut findet. Wenn jetzt keine Spiele kommen, dann war das vielleicht auch nicht so die brillante Idee, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle. Wenn aber doch, oder wenn ihr schon direkt eine Idee habt, oder wenn ihr sagt, ach ja, hier, guck mal, da habe ich noch was. Das habe ich bisher immer als ein... Balanceausgleich für meinen Tisch genommen und unter dem Tischbein gehabt. Das kann ich dir nochmal zuschicken. Das ist wirklich grandiose
historisch trächtige Spieleunterhaltung, dann nur zu. Dann schreibt das jetzt auch in die Kommentare, kündigt das so ein bisschen an. Oder, in die Kommentare schreiben einfach. Und dann werde ich mal gucken, ob ich diese Spiele auch dann, ja, ich muss sie dann spielen, ne? Ja, immerhin schickt ihr mir die ja dann schon. Dann muss ich sie wohl auch spielen. Ich werde vielleicht auch dann so ein bisschen anzeigen und veröffentlichen, welche Spiele mir zugesendet wurden, dass da keine Doppelteinsendungen kommen. Wie gesagt, das Einzige, was irgendwie sein sollte, ist, dass es hier auf so einem Windows-Rechner irgendwie möglich ist, das zu starten und zu spielen. Es kann natürlich sein, wenn es ältere Spiele sind, dass es da mal technische Probleme gibt. Auch das Abgreifen mit Hilfe von einer Videosoftware stellt sich manchmal auch gar nicht so als einfach dar bei älteren Spielen, weil die andere Treiber benutzen, andere Technik benutzen, andere DirectX-Versionen. Wie dem auch sei, ich werde mein Möglichstes und mein Bestes tun und jetzt haut's mich hier wieder mal raus. Ah, oh, ihr blöden Wichser! Ich fass es nicht! Na gut, 3 von 4. Krieg ich noch hin. Das krieg ich noch hin. Wenn ich umsonst Potzilei. So! Das war das eine Thema. Jetzt gibt's ja noch. Gäbe es ja noch ein weiteres Thema, was man machen könnte. Wir sind ja hier wieder mal in einem der Rennen. Wieder auf der gleichen Strecke leider. Da bin ich auch mal gespannt, ob es hier irgendwie nochmal. Ich meine, wenn das das letzte Rennen ist, dann bin ich mal gespannt, was danach kommt. Ob das dann hier vorbei ist. Immerhin müssen wir irgendwie auch nochmal was rausfinden, also was Storylastiges hier rausfinden. Bisher haben wir nur uns eingeschleust, aber haben noch gar nichts erfahren, so richtig, was in diesem Tuning-Club vorhanden ist und wofür die diese gepanzerten Wagen brauchen. Weil für die Bombenanschläge braucht man jetzt nicht unbedingt, für so Suizidwagenfahrer braucht man jetzt nicht unbedingt gepanzerte Wagen. So, ich bin schon wieder auf Platz 2. So sieht's aus, ihr Vögel. Ich bin immer noch auf Platz 2. Jetzt bin ich auf Platz 1. So sieht's aus, ihr Vögel. Holla, die Waldfee. Was flog denn da gerade über die Strecke? So. Aber jetzt aber Geschwindigkeit. Adrenalin. Warum steht eigentlich Adrenalin immer im Zusammenhang mit Schweiß? Man schwitzt ja dann so leicht. Dass dann die Hände schwitzig werden. Das kennt man ja auch als Spruch. Das können uns bestimmt die Biologen unter euch erklären. Warum, wenn man so einen Adrenalinschub kriegt, kriegt man schwitzige Hände? Oder warum kriegt man dann überhaupt Schweißausbrüche? Das macht ja eigentlich nicht so viel Sinn. Angenommen, du hängst irgendwo und kletterst und dann rutschst du leicht aus, kriegst voll den Adrenalinkick und setzt dir so einen kleinen Kötel in die Hose und dann kriegst du schwitzige Hände und rutschst dann natürlich noch viel leichter ab. Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Evolutionstechnisch sind das schwitzige Hände. Ich weiß nicht. Warum? Warum transpiriert man, wenn man erschrickt oder wenn man unter Stress steht? Warum? Weil man einen kühlen Kopf bewahren will und der Körper sozusagen ja die Körpertemperatur schon mal im Vorhinein herunterfahren möchte? Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob da meine Theorie stimmt. Aber man kennt das doch, wenn man jetzt hier zum Beispiel mal irgendwie, weiß nicht, Left 4 Dead spielt oder so ein Racing-Game oder so und plötzlich merkt man, wie die Hände total schwitzig geworden sind am Game-Controller. Weil man bedrängt wird von so einem 12-jährigen Online-Spieler, der es viel besser kann als einer selbst. Na, Simir, was meinst du? Wir haben uns gut geschlagen, oder? Wenn man schon nach ein paar Tagen Mitgliedschaft das Clubturnier gewinnt, ich würde sagen, ja. Dann lassen wir uns heute Abend im Club aber ordentlich feiern, okay? Wenn uns der Job nicht in die Quere kommt. Das haut schon hin. Wo ist denn eigentlich mein Wagen? Steht neben dir. Nein, ich meine mein Schnäppchen bei dem Duell gegen den schrägen Typen. Dein Wagen ist abgereist. Mike, hast du was gesehen? Die beiden Typen hatten einen Schlüssel für den Wagen. Haben im Kofferraum etwas gesucht. Da muss ihnen was aufgefallen sein. Ich vermute, sie haben die Verkabelung entdeckt. Dann waren sie plötzlich etwas aufgeregt und hektisch, sind in den Wagen gestiegen und abgehauen. Was, direkt vor dem Rennen? Sind sie deshalb nicht mitgefahren? Ja, da waren sie schon weg. So ein Mist. Das war's dann wohl. Dumm gelaufen. Das ist doch, Mensch, ich könnte gerade... Verdammt nochmal, die ganze Arbeit hier völlig umsonst. Karre weg, Typen weg und Wanzen entdeckt.
ganze Arbeit war für die Katze. Gartenzwerg auch ja, weg. Ja, das passiert schon mal. Nein, sowas darf nicht passieren. Ah, schön, schön. Wer hat's erkannt? Wer weiß, wovon ich sprach? Ein böser Plan. Das gefällt. Oh, jetzt muss ich hier schon wieder aussuchen, dass die immer auf die normale Ansicht springen. Komm, den Grand Sport Polizei. Possilei. Auch in Frankreich, hat mir ja gesagt schon, ne? Auch in Frankreich heißt ja Possilei. Oh. Ben, seh mir, hören Sie zu. Gestern sind die Begleitfahrzeuge von dem mit Sprengstoff beladenen Transporter gestellt worden. Ein Fahrer war heute Morgen geständig. Es soll einen Sprengstoffanschlag auf das Hotel geben, in dem heute die Wirtschaftskonferenz stattfindet. Was? Wie? Novakov hat wohl einen Krankenwagen beschafft. Dieser soll mit Sprengstoff beladen ins Hotel gesteuert werden. Einen Krankenwagen? Ja, warum? Ach nix. Wir wissen, wo der Krankenwagen präpariert wurde. Fahren Sie hin, schnellstmöglich. Vielleicht ist er noch dort. Dann melden Sie sich sofort. So, der Ben oder der Herr Sebier, ich weiß nicht, welcher das gewesen ist, hat natürlich deshalb geschluckt, weil wir selbst schon mal einen Krankenwagen geklaut haben. Für die Leute, die vielleicht erst später zu dieser Serie dazugestoßen sind und den abgeliefert haben. Nicht etwa, weil ich als Sergeant Rumpel ständig die Ambulanzen umgehauen habe, weil ich mir schon sowas gedacht hätte. Am Ende sind die Ambulanzen doch die Bösen. So sieht's nämlich aus. Und hier, da ist schon wieder so eine Ambulanz. Aber das ist nicht unsere Ambulanz. Vielleicht dürfen wir jetzt tatsächlich die Ambulanz kaputt machen. Wer weiß. Ben, dein Krankenwagen ist da. Mein Krankenwagen. Naja, komm. Streu noch Salz in die Wunde. Sieh mir, da ist dein Freund vom Tuner-Club. Mein Freund? Na, jetzt streust du aber Salz in die Wunde. Das ist ja wohl echt ein Grund, die Fassung zu verlieren. Ich meine, fast überall, wo wir die letzten Tage unterwegs waren, hatte Novakov seine Finger im Spiel. Kein Wunder, dass der sauer ist. Wir haben öfter ins Handwerk gepfuscht, als wir geahnt haben. Wir wundern uns besser später, Semir. Die beiden Typen machen sich gerade fertig. Scheint so, dass es losgeht. Das ist ja total spannend. Und die Typen, die sahen tatsächlich so aus, als würde es gleich losgehen. Nicht. So, was muss ich jetzt machen? Wieder los, folgen. Lass uns dranbleiben. Ja. Wir sind geradewegs zum Hotel. Es ist zu spät, um Verstärkung zu rufen. Wir müssen sie irgendwie aufhalten. Seh mir, das hilft nichts. Wir müssen sie mit der Drohne hochjagen, bevor sie das Hotel erreichen. Nee, hier ist zu viel los. Warte noch, bis sie in der Sicherheitszone um das Hotel sind. Was? Wir sollen warten, bis sie noch nah genug dran sind am Hotel, damit möglichst die Gefahr noch größer ist. Das ist ja total sinnvoll. Also jetzt darf ich die erstmal zum Hotel eskortieren. Dann kriege ich das mit der Drohne nicht hin. Und dann darf ich das alles nochmal eskortieren. Dann kriege ich es mit der Drohne nicht hin. Dann darf ich das wieder eskortieren. Und so werden wir bis zum Ende der Folge eskortieren. So sieht's aus, liebe Freunde. Ihr wisst, was euch erwartet. Dammit. Kann ich denn schon die Drohne abschicken? Nee, wahrscheinlich nicht. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie das mit der Sie Drohne aussieht. Na los, Blaulicht und Sirene an, wir müssen rankommen. Okay. So, und jetzt, pass auf. What? Wieso kann ich die Drohne nicht losschicken? Wieso hat das nicht funktioniert? Oh. Ah, ich glaube, ich habe da nicht getroffen. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Ich glaube, das ganze Hotel ist in die Luft gegangen, auch wenn man es nicht so gesehen hat. Damn it! Das Problem ist, dass ich nicht genau weiß. Lass uns dranbleiben! Die fahren geradewegs zum Hotel. Es ist zu spät, um Verstärkung zu rufen. Wir müssen sie irgendwie aufhalten. Seh mir, das hilft nichts. Wir müssen sie mit der Drohne hochjagen, bevor sie das Hotel erreichen. Nee, hier ist zu viel los. Warte noch, bis sie in der Sicherheitszone um das Hotel sind. Ich
Ich glaube, ich könnte die sogar irgendwie mit dem Polizeiwagen anhalten und dann mit der Drohne einfach drunter fahren. Die müsste eigentlich auch gehen. Also ich glaube nicht, dass wir uns selbst in die Luft jagen können. Das könnte man mal ausprobieren. Das Problem ist, ich bin mir nicht so ganz sicher. Eigentlich müsste der Button sein zum Auslösen der Drohne, müsste der gleiche sein wie zum Initiieren der Drohne. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass dem nicht so ist. So. Abstand zu klein. Oh, jetzt bin ich auf den... Au- Ach Gott, ey. Ich bin auf die Alarm, auf die Sirenenknopf gekommen. Die fahren geradewegs zum Hotel. Es ist zu spät, um Verstärkung zu rufen. Wir müssen sie irgendwie aufhalten. Seh mir, das hilft nichts. Wir müssen sie mit der Drohne hochjagen, bevor sie das Hotel erreichen. Nee, hier ist zu viel los. Warte noch, bis sie in der Sicherheitszone um das Hotel sind. Da hat der Sprecher aber mal ein bisschen geschlampt, muss ich sagen. Da fährt der ICE vorbei. So, jetzt kriegen wir es hin. Passt nur auf, ihr höhnischen Lacher, wie ich euch höre. Diesmal werde ich den richtigen Knopf drücken oder die richtigen Knöpfe. Und die verdammte Drohne wird den verdammten Ambulanzwagen in die Luft sprengen, so wie es das gehört. Mit einer großen Michael Bay-Explosion. Was ist mit Sie dem hier? Na los, Blaulicht und Sirene an, wir müssen rankommen. Jetzt darf ich anmachen. What? Nicht schon wieder! Komm schon, leck mich doch am Arsch! Schwarzer Bildschirm! Das ist nicht fair! Liebe Leute, das zählt nicht. Denn das war eindeutig nicht das Ding, was geht denn jetzt hier ab? Ich krieg gleich den Vogel, den wortwörtlichen. Jetzt habe ich zu viele Knöpfe gedrückt, aber das zählt los, nicht. Lass uns dranbleiben. Die fahren geradewegs zum Hotel. Es ist zu spät, um Verstärkung zu rufen. Wir müssen sie irgendwie aufhalten. Seh mir, das hilft nichts. Wir müssen sie mit der Drohne hochjagen, bevor sie das Hotel erreichen. Nee, hier ist zu viel los. Warte noch, bis sie in der Sicherheitszone um das Hotel sind. So, am Ende dieser Folge könnt ihr diesen Dialog auswendig. So sieht's nämlich mal aus. Aber, wie gesagt, das gilt nicht. Der Fehler von vorhin, der Patzer von vorhin, der war kein Patzer von mir, der war vom Spiel. So. Noch habe ich meine Voraussage nicht erfüllt. Doppelt Verneinung ist positiv, ne? So. Wenn sie wenigstens diese Escort-Mission am Anfang jetzt hier abbrechen hätten können. Oder sie sind durch. Dass man die immer jedes Mal nochmal machen muss. An. Wir müssen rankommen. Ja, dämlich. So, jetzt aber... Konzentration! Concentration! Konzentriert euch mit, ihr Vögel! Das war wohl nix. Ja, man kennt das ja vom Porsche, dass der so eine Straßenlage hat. Da kann das schon mal vorkommen. So, nett. Die Ambulanz wartet kurz auf uns. Wir haben nur noch ein oder zwei Möglichkeiten, da was zu machen. Nein! Nein! Das kann doch nicht angehen. Wieso ist das Spiel so fies zu mir? Los, lass uns dranbleiben. Die fahren geradewegs zum Hotel. Es ist zu spät, um Verstärkung zu rufen. Wir müssen sie irgendwie aufhalten. Seh mir, das hilft nichts. Wir müssen sie mit der Drohne hochjagen, bevor sie das Hotel erreichen. Nee, hier ist zu viel los. Warte noch, bis sie in der Sicherheitszone um das Hotel sind. Ah! Ich dachte jetzt gerade, ich wäre... Oh. Kann nicht angehen. Ach, dieses Spiel macht mich krank. Echt. Es macht mich krank. Ich habe mehr graue Haare als Hotel. Damals, als ich Pit gespielt habe. Wir müssen sie irgendwie aufhalten.
Seh mir, das hilft nichts. Wir müssen sie mit der Drohne hochjagen, bevor sie das Hotel erreichen. Nee, hier ist zu viel los. Warte noch, bis sie in der Sicherheitszone um das Hotel sind. So. Also, fragt euch nicht, was gerade eben passiert ist. Ich weiß es nämlich selbst nicht. Ich werde es jetzt einfach versuchen, männlich und auf typische Porzelei-Art und Weise zu Ende zu bringen. Wenn ich jetzt diese scheiß Drohne hinkriege. Abstand zu klein, Abstand zu groß. Was willst du denn? Mein Porzelei-Porsche. Übrigens auch in kurz Popo genannt. Der Porzelei-Porsche. Sie sind durch. Na los, Blaulicht und Sirene an, wir müssen rankommen. Ja, jetzt pass auf. Ja, wuhu, geschafft! Kann es sein, dass wir gerade ein großes Attentat verhindert haben? Meine Knie sind gerade auch ganz schön weich. Ah. Alter, ist mir jetzt warm. Meine Hände sind ganz schwitzig. Warum nur? Verdammte Adrenalin. Verdammtes Dynamit. Verdammte Sprengung und Explosion. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.